Hallo, herzlich willkommen YouTube bei eurem Commander Krieger und herzlich willkommen zu Getting Over It with Benef Foddy. Ich habe keine Ahnung, was das für ein Spiel ist. Es haben nur Niggis, Schlange, Robert gesagt, ey, spiel das mal, das ist witzig. Die Leute im Stream haben auch gesagt, ey, spiel das mal, das ist witzig. Und ich spiele das mal. Wir müssen erstmal ein bisschen hier höher schrauben, glaube ich. Ah, okay. Oh! Das habe ich nicht von dir gedacht. So eine Blamage. Ja. Haut der Votkiller direkt mal einen Zap raus. Ah, guck an. Zack. Easy. Ah, rein den Stein. Hä? Oh, oh. Das Spiel ist echt irrealistisch. Ich bin also ein nackter Mann, der in einem Topf festhängt. Warte, pass auf, jetzt mal hier. Boah, Support. So. Das ist arm ist das, Freunde. Hopp. Wop-bop-off. Hoppala. Okay, jetzt hänge ich fest. Jetzt ist scheiße. Jetzt sterbe ich elendig, oder? Komme ich da noch raus? There's no feeling more intense than starting over. If you deleted your homework the day before it was due, as I have, or if you left your wallet at home and you have to go back after spending an hour in the commute. If you won some money at the casino and then put all your winnings on red, but it came up black. Halt doch mal die Schnauze, Junge. Ich kann doch nur mit der Maus was machen, ne? Ich brauche WASD und so Scheiß gar nicht. Aha! Oh! Komm jetzt! Zieh dich da hoch! Oh. Take care, Junge. Hui. Hopp. Es ist so eine Scheiße einfach. Oh! Dumme Sau, Junge. Ich habe für so ein. Gibt es da auch noch Level oder ist das einfach nur so ein. Wahrscheinlich ein Open-World-Game. Weißt du, ich muss hier. Du Behinderter! Wisst ihr, was geil ist? Ich. Oh! Er hat die Maustaste automatisch gedrückt. Ich weiß nicht warum. Oh, schade. Ohne Scheiß. Ich bin wahrscheinlich der einzigste Spasti, der da nicht hochkommt. Gnade bringende Weihnachtszeit, Mann!
einmal mit Schwung hier. Lass ihn baumeln. Macht jetzt einen richtig lang hier. Ah, nein! Ich bin so ein Spasti. Nein. Hehehe, Junge. Zack. Easy kapisi, Junge. Man muss einfach nur mal nachdenken hier und dann geht das auch schon. Kaschwing! Ja, hoch den Aal! Zack! Don't worry, I'll save your progress always, even your mistakes. Kannst du ruhig gerne machen, Junge. This game is a homage to a free game that came out. Nein! Titled Sexy Hiking. The author of that game was Jazzero, a mysterious Czech designer who was known at the time as the father of B games. And B games are rough assemblages of found objects. Designers slap them together very quickly and freely, and they're often too rough and unfriendly to gain much of a following. They're built more for the joy of building. Muss halt den Flow haben, Junge. Das heißt, wenn du einen Hammer hast, dann kannst du auch mit dem Hammer umgehen. Whoop. Wisst ihr, was das Schlimmste gerade ist? Das Schlimmste ist, ich war schon oben. Ja, so mache ich das halt. Schön. Eigentlich so ein simples Spiel, ne? Schwing die Keule. Op, op. Und ha und hua! Ich habe hier auch viel zu wenig Platz, Mann. Ich brauche hier so ein Mauspad. Jetzt ist mein... Oh, you just lost a lot of progress. That's a deep frustration, a real punch in the gut. Boah, mit Senf. Zekirm, Junge.
Ihr freut euch jetzt, ne? Ihr Schweine, ihr seid. Alter! Bin die innere Ruhe. Nur Witz. Nein. Alter, Finne, du kannst da auch wieder runterfallen. Oh, Alter. Oof, sorry about that. Und dieses Uff, sorry about that. Nein, nein. Hier diese Piano-Musik, ne? Hol aus den Hammer, Junge! Nein, Mann! Mann! Da war ich lang nicht mehr. So, ganz ruhig. Oh, hier ist so eine scheiß Ecke hier. Ruhig. Nein, 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 nein!
So ein Spiel zur Weihnachtszeit, weißt du? Liebe deinen Nächsten. Und dann kommen hier die ganzen Pisser kommen. Ah! Oh! Ich jetzt eine scheiß Position hier. Ist das so? Nee. Rutsche ich ab, ne? Rutsche ich ab. Warum? Boah. Wie soll das denn gehen? Nein, 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 nein. In a certain way, Sex nein! Is the perfect embodiment of a B-game. It's built almost entirely out of found and recycled parts. And it's one of the most unusual and unfriendly games of its time. In it, your task is simply to drag yourself up a mountain with a hammer. And that act of climbing, in the digital world or in real life, has certain essential properties that give the game its flavor. No amount of forward progress is guaranteed. Some cliffs are too sheer or too slippery. And the player is constantly, unremittingly, in danger of falling and losing everything. Reicht, oder? Reicht, oder? Ich den so mache, ich den über da oben hoch. Über. Wieso gehst du da hin, Mann? Anyway, when you start sexy hiking, you're standing next to this dead tree that blocks the way to the entire rest of the game. It might be hard to get over that tree, and a lot of people never got past it. You prod and you poke at it, exploring the limits of your reach and your strength, trying to find a way up and over. And there's a sense of truth in that lack of compromise. Most obstacles in video game worlds are fake. You can be completely confident in your ability to get through them. Once you've nein, 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 nein.
or the correct equipment, or just by spending enough time. In that sense, every pixelated obstacle in sexy hiking is real. Nein, 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 nein. Wie hoch geht dieser scheiß Berg? Ich gehe hier in meine Ecke. The obstacles in sexy hiking are unyielding, and that makes the game uniquely frustrating. Nein! But I'm not sure Jazuo intended to make it. Nein! Frustration is just essential to the act of climbing, and it's authentic to the process of building a game about climbing. A funny thing happened to me as I was building this mountain. I'd have an idea for a new obstacle, and I'd build it, test it, and it would usually turn out to be unreasonably hard. But I couldn't bring myself to make it easier. It already felt like my inability to get past the new obstacle was my fault, as a player, rather than as a builder. Imaginary mountains build themselves from our efforts to climb them. And it's our repeated attempts to reach the summit that turns those mountains into something real. Wie was er gekifft hat der? Oh, hier ein bisschen mit der Schwerkraft spielen. Oh, Junge, die Gazelle hier! Alter Finne, ey. Das ist ein Spiel. Ja klar, die ganzen Psychopathen das hier kennen, ey. Ich will mich mal hier rauspopeln. Ach du Scheiße, das geht nicht. Wie soll das denn gehen? Halt, warte. When you're building a video game world, you're building with ideas. And that can be like working with quickset cement. You mold your ideas into a certain shape that can be played with. And in the process of playing with them, they begin to harden and set until they're immutable, like rock. And at that point, you can't change the world. Not without breaking it into pieces and starting fresh with new ideas. Was für ein Hurensohn der Typ, ey. Wie soll ich denn den Knüppel... Kacke. Wie soll denn das gehen, Mann? Geht nicht. Geht nicht. Ist kaputt, Mann. Was soll mir das alles hier, Mann?
Nee. Direkt die Aufnahme aus, wenn ich da jetzt runterwichse, ey. Happen again. Keep on trying. Don't let it get to you. Tschüss.